Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo von uns, der Mustang 302 GmbH, eurem US-Car-Importeur für Original US-Cars. In diesem Video geht es um den 2024er Ford Mustang und das 2024er Ford Mustang Dark Horse. Wir vergleichen die Europa-Version des Mustang mit der Original-US-Version. Kurzer Hinweis in eigener Sache: Bei uns bekommt ihr ausschließlich die US-Version mit allen verfügbaren Ausstattungsoptionen und Varianten. Und gleich vorweg, alles was wir im Programm haben, egal ob F-150, Bronco, Bronco Raptor oder auch der Mustang, alles ist selbstverständlich zugelassen. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns erstmal die Leistungsunterschiede an, die mit der neuen Generation wieder größere Unterschiede aufweisen im Vergleich zu den letzten Jahren zugunsten der Original-US-Version. In der Europa-Version leistet der Mustang GT ca. 445 PS bei ca. 540 Newtonmeter Drehmoment. Das Dark Horse leistet in der EU-Version 453 PS und hier haben wir dann die gleiche Newtonmeter-Anzahl wie beim EU-Mustang. In der US-Version leistet der Mustang hingegen ca. 490 PS bei ungefähr 576 Newtonmeter Drehmoment, das ist schon ein ganzer Sprung leistungstechnisch gesehen. Auch das Dark Horse in der US-Version kommt in Summe mit Handschalter auf ca. 500 bzw. 507 PS. Auch hier nochmal ein deutlicherer Unterschied zur Europa-Version. Grundsätzlich kann man vorweg auch sagen, dass viele Konfigurationsmöglichkeiten beim Europa-Mustang überhaupt nicht möglich sind. Im Übrigen auch das Klangbild der US-Version wird definitiv ein anderes sein als bei der Europa-Variante. Viele der Interieurausstattungen sind nur in der US-Version möglich, so zum Beispiel verschiedene Innenraumfarben wie zum Beispiel die Farbe Space Grau, Amber Glow, Carmen Red oder die wunderschöne Navy Pier Ausstattung für das California Special Modell. Auch verschiedene Bremssattelfarben fehlen bei der Europa-Variante. Als nächstes möchten wir auf einige Ausstattungspakete eingehen, denn jetzt wird es sehr interessant. Nicht verfügbar in der Europa-Version unter anderem das Mustang Night Pony Paket mit den 19x8,5 Zoll großen schwarz lackierten Aluminiumfelgen, den geschwärzten 5.0 und GT Logos, schwarzen Außenspiegeln sowie dem schwarz lackierten Dach und den geschwärzten Scheinwerfern. Ebenfalls der Original-US-Version vorbehalten bleibt das sogenannte Bronze-Appearance-Paket, das übrigens auch in der EcoBoost-Version des Mustang verfügbar ist. Und by the way, den EcoBoost gibt es gar nicht mehr als Europa-Variante. Das Bronze-Paket umfasst 19x9 Zoll große Felgen. Diese sind in diesem Bronze-Style lackiert, in einem sehr schönen Design, sowie verschiedene in Bronze gehaltene Embleme. Eine der wichtigsten Pakete fehlt ebenso in der Europa-Version, und zwar das sogenannte California Special. Ja, das California Special Modell kennen wir aus den vergangenen Jahren. Es gab es immer mal wieder. Dieses Jahr für 2024 ist es unserer Meinung nach aber noch ein bisschen schöner und vor allem noch ein bisschen auffälliger geworden. So wird es wieder einige Akzente erhalten, und zwar diesmal in der Farbe Rave Blue. Die Farbe Rave Blue erscheint beispielsweise in den Lufteinlässen im vorderen Bereich des neu designten Lamellengrills. Die vorderen Scheinwerfer sind von schwarzen Einfassungen umgeben. Außerdem sehen wir wieder spezielle California Special Grafiken, die auch wieder in der Farbe Rave Blue und in Hochglanzschwarz gehalten sind. Beim California Special könnt ihr zwei verschiedene Felgentypen auswählen. Einmal die 19 Zoll Räder, die in Carbonized Grey lackiert sind und über ein GTCS Logo in Rave Blue verfügen. Oder ihr kombiniert das GT Performance Paket mit dem California Special. Und wenn ihr das kombiniert, dann erhaltet ihr, wie hier zu sehen, die speziellen GT Performance Felgen, die dann hier zum größten Teil in Rave Blue lackiert sind. Wer sich noch näher mit dem California Special beschäftigen will, wir haben dazu ein eigenes Video gemacht. Dieses findet ihr ganz am Ende von diesem Video hier. Da blenden wir euch das nochmal ein. Oder wenn ihr Fragen habt, auch zum Thema Bestellung,
kommt gerne auf uns zu. Ja, Freunde, bevor das Video weitergeht, ein kurzer, schneller Hinweis meinerseits. Falls ihr euch für ein Original US-Car interessiert, der Marke Ford, egal ob es ein Mustang ist, ein Dark Horse, ein Bronco Raptor, ein F-150, dann schaut gerne mal auf unserer Website vorbei, www.mustang302.de. Sprecht uns an, wir beraten euch sehr, sehr gerne über die verschiedenen Möglichkeiten. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Im letzten Teil kommen wir jetzt nochmal zum Dark Horse. Und hier fehlt natürlich das von uns häufig erwähnte Handling-Paket, das nicht als Europa-Variante verfügbar ist, mit dem das Dark Horse, abgesehen von einer ganz anderen Fahrzeugabstimmung sowie dem individuellen Chassis-Tuning und dem großen Heckspoiler hinten mit Gurney-Flap über eine Semi-Slick-Bereifung verfügt, und zwar vorne über 305er Reifen und hinten sind es 315er Reifen. Aufgefallen ist uns bei einer Probefahrt zudem, dass das Handling-Paket im Vergleich zum Mach 1 mit Handling-Paket aus dem letzten Jahr in der US-Version deutlich besser fahrbar ist, auch auf der normalen Straße, was unter anderem daran liegen dürfte, dass Ford hier einige Verbesserungen am Magnaride-Dämpfersystem vorgenommen hat. Beim Dark Horse mit Handling-Paket geht es um maximale Performance, daher ist dieses Paket essentiell wichtig in Kombination mit der großartigen 6-Gang Tremec-Handschaltung. Übrigens noch eine Nebeninformation: auch erhältlich beim Dark Horse sind die wirklich einzigartigen Carbon-Felgen, ähnlich wie beim Carbon-Track-Paket beim Shelby GT500. Die Carbon-Felgen findet ihr auch in der Ausstattungsübersicht auf unserer Website. Aber man muss natürlich sagen, diese Felgen lässt sich Ford bezahlen. Wir reden hier von $10.000, die nur für diese Carbon-Felgen anfallen. Aber dies nur eine Randinformation. In der US-Version könnt ihr diese theoretisch bekommen. Das war's erstmal mit diesem kleinen Infovideo. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was aufklären. Wir sind jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gegangen, damit das Video nicht zu lang wird. Ich denke, einen Grobüberblick konnten wir vermitteln. Alles andere werden wir dann sowieso gerne in einem individuellen Beratungsgespräch miteinander besprechen. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Für intensivere Fragen kontaktiert uns gerne per E-Mail oder telefonisch. Schaut wirklich gerne auch auf der Website vorbei. Auf Social Media sind wir noch auf TikTok und Instagram vertreten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr neu hier seid, dass ihr uns ein Abo schenkt. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und Servus.